Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Vor einer Woche wurde ein brutaler Terrorangriff auf die Synagoge in Halle verübt. Ein Neonazi tötete zwei unschuldige Menschen. Und auch das zeigt, meine Damen und Herren, es ist höchste Zeit, dass wir hier im Bundestag über ein besseres Entschädigungsrecht für die Opfer von Gewalt sprechen. Wir sollten gründlich, aber zügig beraten, damit wir wirklich alle gemeinsam bis auf diese Seite Hilfe leisten können, meine Damen und Herren. Denn zügig, schon im Koalitionsvertrag 2013, stand, dass das Recht der sozialen Entschädigung und Opferentschädigung neu zu regeln sei. 6 Jahre Wartezeit, das ist eine lange Zeit für die Opfer, und wir sollten sie nicht verlängern, meine Damen und Herren. Die Bundesregierung sagt, seit 1990 seien 84 Menschen von Rechtsextremen getötet worden. Die Amadeu-Antonio-Stiftung allerdings sagt uns, 198 Menschen sind von rechter Gewalt zu Tode gekommen. Und ich finde, diese Diskrepanz in den Zahlen zeigt, Bundesregierung, Landesregierung und Teile der Justiz dürfen nicht auf dem rechten Auge blind sein. Und wenn wir wirklich effektiv rechten Terror bekämpfen wollen, dann müssen wir auch rechtsradikale Strukturen bei Polizei, Bundeswehr und Geheimdiensten aufdecken und endgültig auflösen, meine Damen und Herren. Doch in diesem Gesetzentwurf geht es nicht nur um Opfer rechter Gewalt, es geht um alle Gewaltopfer. Und wir wissen aus den Konsultationen mit den Ländern, dass die Zahl der Menschen, die sich überhaupt in den Behördendschungel begibt, relativ klein ist. Und ich bewundere aufrichtig die Menschen, die die Kraft und Zähigkeit aufbringen, ihr Recht durchzusetzen. Denn leider haben viele Gewaltopfer größte Schwierigkeiten, eine staatliche Entschädigung zu erhalten. Und deshalb möchte ich einige Probleme aus dem vorgelegten Gesetzentwurf aufgreifen. Und wir können ja in den Ausschussberatungen alle gemeinsam an der Verbesserung arbeiten. Insbesondere Menschen, die als Kinder und Jugendliche Opfer sexualisierter Gewalt geworden sind, scheitern oft an den hohen Anforderungen der Behörden. Und in den Stellungnahmen zu dem Gesetzentwurf gab es im Vorfeld heftige Kritik mit dem geplanten Umgang mit Opfern häuslicher Gewalt. So sollten Frauen, die bei ihren gewalttätigen Opfern, Partnern bleiben, nicht entschädigt werden. Aber wir wissen doch alle, wie kompliziert es für Betroffene von häuslicher Gewalt aufgrund fortgesetzter Demütigung und körperlicher Angriffe häufig ist, wie verunsichert sie sind in ihrem Selbstwertgefühl, welche Furcht sie haben, welches mangelnde Selbstvertrauen. Also müssen wir doch dazu beitragen, dass diese Frauen, die außerstande sind, sich früh von dem Täter zu trennen, von uns allen unterstützt werden, meine Damen und Herren. Jetzt, und diese Verbesserung will ich ausdrücklich hervorheben, in dem vorliegenden Entwurf steht, dass auch Betroffene von häuslicher Gewalt eben nicht mehr grundsätzlich von Leistungen ausgeschlossen sind, wenn sie sich nicht trennen. Und auch die Pflicht zur Strafanzeige wurde gestrichen. Das sollten wir unbedingt beibehalten, denn das ist eine Verbesserung. Meine Damen und Herren, es gibt allerdings auch Verschlechterungen zum bisherigen Recht. Im Kapitel 10 wurde ein ganz erheblicher Eingriff zumindest im Entwurf vorgelegt. Und zwar sollen Gewaltopfer nur dann einen Ausgleich für Einkommensverluste erhalten, wenn sie vorher bereits ein Einkommen erzielt haben. Das ist kompliziert, insbesondere für Betroffene von Menschenhandel, von Zwangsarbeit oder Zwangsprostitution oder auch für Menschen, die aufgrund von Arbeitslosigkeit, wegen Erwerbsunfähigkeit, Behinderung oder wegen fehlender Arbeitserlaubnis vor der Tat eben kein angemessenes Einkommen erzielt haben. Wir wollen nicht, dass sie schlechter gestellt werden. Wir wollen ihnen Chancen für den weiteren Lebensweg geben, meine Damen und Herren. Einen weiteren Kritikpunkt aus den schon an uns eingesandten Stellungnahmen möchte ich aufgreifen. Opfer, so sieht es der Entwurf vor, von Gewalt, die von Polizisten oder anderen Amtsträgern geschädigt worden sind, sollen schlechter gestellt werden als Berechtigte, die von einer Privatperson geschädigt wurden. Ich finde, das ist nicht hinnehmbar. Diese Regelung hat doch gerade in Anbetracht des umfassenden staatlichen Versagens bei der Aufklärung der Mordserie des sogenannten NSU einen mehr als bitteren Beigeschmack. Meine Damen und Herren, es ist ja von Vorrednern schon erwähnt worden, der Gesetzesentwurf
enthält mehrere Verbesserungen, die von Verbänden auch lange gefordert worden sind. Dazu gehören die Einbeziehung psychischer Gewalt und die Etablierung von Traumaambulanzen für schnelle psychotherapeutische Unterstützung. Auch die deutlich erhöhten monatlichen Zahlungen für Geschädigte und die vollständige Gleichbehandlung von Deutschen und Ausländern unabhängig vom Aufenthaltsrecht sind deutliche Verbesserungen, die unbedingt gesichert werden müssen, meine Damen und Herren. Allerdings sollen die meisten Regelungen erst im Jahr 2024 in Kraft treten und Taten, die zwischen 2020 und 2024 verübt werden, sollen noch nach dem alten Recht beurteilt werden. Das heißt, für viele Betroffene käme das Gesetz zu spät. Es braucht daher eine Regelung zu rückwirkenden Entschädigungsleistungen. Meine Damen und Herren, entscheidend ist, dass wir die bürokratischen Hürden für Opfer von Gewalt reduzieren. Es darf nicht der Eindruck entstehen, dass irgendetwas unternommen wird, um Ansprüche abzuwehren. Die Opfer brauchen unsere Hilfe. Helfen wir. Vielen Dank, Gesine Lötsch. Nächster Redner, Sven Lehmann für Bündnis 90 Die Grünen.